Herzlich willkommen zur siebten Gemüsekanne, wie immer mit meinem Co-Moderator Tom Arte. Grüß dich. Hallo Arzi, was hauen wir denn heute in die Pfanne? Ja, wie schon angedroht, werden wir heute mal das Intro von Schlafschafe ein bisschen näher beleuchten, weil ja doch da sehr, sehr viel, naja, Verschwörungssymbolik drin ist. Und ja, wollen wir doch gleich mal Ja, geil. reinschauen, was uns da erwartet. Das wird jetzt wahrscheinlich eher ein Quickie werden, aber Ja, auf jeden ist Fall. vielleicht doch mal interessant, was so der Redaktionsmensch denkt, was Verschwörungstheorien sind. Ja, und so können wir dann auch endlich mal mit der Serie abschließen. Ich träume ja schon langsam davon. Oh Gott. Sonst Ja. nicht. Okay, Dann, gut. wir haben es etwas langsamer gestellt, alles, dass wir auch Genau. immer schön Pause drücken können. Hier Und kommen wie ja. immer, wenn jemand was sieht, was er kommentieren will, drückt er Pause. Also, ich hoffe, das klappt jetzt technisch. Ich leg mal los. So, warte erstmal hier die erste Seite. Das geht jetzt Seite für Seite. Oben wird gesucht nach Wahrheit. Russenimpfung radioaktiv. Bill Gates Pyramide. Okay. Ja, das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Das sind ja doch typische Suchbegriffe eigentlich. Darunter haben wir ein Bild, die 10 größten Corona-Lügen, was uns verschwiegen wird. In Klammern krass, viermal Ausrufezeichen, in schönen deutschen Formen. Ich glaube, wir Also sind schwarz und nicht gold. ganz synchron. Ich habe immer noch diese Pupille da. Ah, na, das ist jetzt Aber schlecht mach mal natürlich. weiter. Ich mache mal Das fängt weiter. sich schon, ne? Ja. Jetzt sehe ich Ah, Daniel okay. Dotzko. Jetzt. Ja, Oh. wir sind ein Bild auseinander, also das ist Ach alles so, gut. okay. So, jetzt kommt hier das Pentagramm, oder? Oder Ja, Hexagramm? das ist geil, natürlich. Jetzt kriege ich hier voll die Dan Brown-Flashbacks. Nee, mal ehrlich, das ist natürlich sowas, was gehört natürlich in jede Verschwörungstheorie dazu. Irgendwas mit Illuminaten und Dollarschein und so. Das finde ich, ist schon ikonisch, das hat schon einen Stil. Ja, Teufelsanbeter, das ist ganz wichtig, ja. Ja. Mach du mal weiter. Oh fuck, da war jetzt wieder viel, Aber auch oder? die CIA, naja, da war nur die CIA eigentlich, ein Logo von der CIA. Na, da war doch auch hier der Dollarschein mit der Pyramide und dem Ach allsehenden so, Auge. das habe ich doch gerade kommentiert. Also, da Ach sind wir so, leider oh wirklich nicht so Gott. ganz, da sind wir eigentlich wirklich nicht so ganz synchron hier, schade. Ja, ich hatte zuvor den Dollarschein gesehen, genau, und dann kam das CIA-Logo. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, wir sind wirklich so, glaube ich, wie sagt Ja. man, zwei Bilder auseinander. Also ich habe Ja, jetzt weil diese, das hier so aber. schnell ist, dass es hier mit der Synchronität dann doch nicht hinhaut. Aber es Also, fängt sich vielleicht noch. wollen wir einfach weitermachen? Oder? Ja, scheiß drauf. Ihr könnt euch das Ja, Intro ja selber anschauen. es ist ja nur ein Quickie hier, genau. Okay, ich mache weiter. Ach so, ich hatte eine Waschmaschine gesehen. Ganz, ganz gut. Und jetzt sehe ich hier irgendwie so in Stein gemeißelt irgendwelche Bilder, wahrscheinlich ein Alien, was. Ja, das sieht aus wie ein Alien links mit einem großen Kopf, was auf einen Typ trifft. Das siehst du jetzt leider nicht. Ach, mal sowas Doofes. Okay. Oh, das sind so viele Bilder. Ja, ich sehe eine. Oh, ja, das ist viel zu viel. Ich habe eine Uhr gesehen und hier eine Rakete, die nach unten fliegt. Oh, warte mal, bei dir ist aber was Geiles zu sehen. Disobey, fuck COVID-19. Ja, geil. Dass es so englisch ist, das gefällt mir jetzt nicht so, aber. Ja, Aber steht da gut. vielleicht in London auf der Toilette oder Ja, so. genau. Das ist nicht deutsch. Ich frage mich, ja, warte mal, steht das irgendwo? Oder hat das ZDF das jetzt hier irgendwo hingesprüht und dann abgefilmt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Naja, aber die haben bestimmt nur irgendein Archivbild, sag ich mal, da genommen. Ja. Ja, mach du mal weiter. Ach, das war's schon. Ja, das ging fix, Oh, das ging ja. ja super fix. Okay, ich habe zwischendurch nochmal, das war ganz schwierig zu sehen. Das ist doch in so ein Q reingezoomt. Das steht natürlich für die QAnon-Verschwörungstheorie. Ach, denkst du wirklich, ja? Ja, Die natürlich, scheiß Q. Kuh. Ach so, ich dachte Ja. eine Kuh. Okay, jetzt war ich Nein, echt. nein, nein. Der Buchstabe Q, Ja. QAnon. Nee. Eine Q, ja. Wer kennt sie nicht, die Q-Verschwörungstheorie? Neben der Stier-Verschwörungstheorie. Ja. Geil. Ja, lass nochmal durchlaufen. Jetzt, wir lassen es einmal so durchlaufen, da fällt bestimmt ein bisschen mehr ein als immer dieses. Ja, weißt Achso, wir lassen es einmal normal bei 0,7 durchlaufen und dann tun wir es nochmal abschließend kommentieren, meinst du? Ja. Ja, okay, gut, dann nochmal, weil es so schön war. Gott, kriegt das beschissen.
Ja, okay, das war's. Zwischendurch stand auch nochmal das Wort Grundrechte da, wurde in das Wort Grundrechte reingezoomt. Das ist natürlich auch Ja. Verschwörungs. Das ist kritisch. Das Nee. Klonschaf Dolly war, glaube ich, auch ganz kurz zu sehen. Das sollte Dolly sein, das Klonschaf. Interessant. Hätte ich Ah, jetzt gedacht. okay. Oder es geht halt wegen den Schafen, also wegen den Ah, ja. Schlafschafen, aber. Und ein bisschen länger drauf war jetzt hier so eine Silberkugel, so eine Alukugel. Ich glaube, das steht für Aluhüte, die man sich bastelt aus Silberfolie, hätte ich jetzt gedacht. Weißt du, es war ein bisschen länger zu sehen als der Name von dem Regisseur hier oder Regie oder Drehbuch oder so, stand da Matthias Tönnissen. Und da war diese Silberkugel zu sehen. Also sie haben auf jeden Fall sehr viel Symbolik reingepackt. Ja, Also also. für wie lange geht das jetzt? Nicht mal eine halbe Minute, oder? Geht der Vorspann? Also Der haben sie ganz schön vollgestopft. geht 12 Sekunden der Vorspann. Ach du Scheiße. Kein Also Wunder, dass super das so kurz. schwierig ist, da was. Aber klar, also die Intention ist klar, man tut halt so das Thema Verschwörungen. Ich sage ja immer Verschwörungstheorien. Ich muss da jetzt auch nochmal was auf was eingehen, was mir letztens auch gefallen ist. Immer wenn du bei solchen ZDF-Serien, wenn es da um Verschwörungen geht, um Dinge, die ich als Verschwörungstheorien bezeichnen würde, die sagen immer Verschwörungsmythen. Also dieser Begriff Verschwörungsmythos, den benutzen die immer. Das finde ich irgendwie ein bisschen wild, weil Mythos hat ja eigentlich noch eine viel höhere Bedeutung. Also wenn du kannst mal auf Wikipedia einen Artikel zu Mythos lesen. Da gibt es von 1000 Philosophen und irgendwelchen Schulen Deutungen des Begriffs Mythos, also nach Carl Gustav Jung und was weiß ich. Jedenfalls sind das alles hier Verschwörungsmythen gewesen und die sollen natürlich das Thema so einordnen. Die Serie handelt ja von Corona, dass letztlich auch Kritik an Corona so ein Verschwörungsmythos ist. Naja, vielleicht ist die, wie sagt man, euphemistische Tretmühle einfach weitergewandert. Also, dass Verschwörungstheorie jetzt halt, naja, sich abgenutzt hat und man deswegen jetzt auf Mythos wechselt. Weil Theorie kannst du halt ja streng genommen falsifizieren, ne? Ja, so ist es. Und Ich meine, man muss ja Mythos auch ist ja dazu immer sagen. sowas, was so legendenmäßig unterwegs ist, ne? Also. Ja, und das ist das Ding. Jetzt, ich wollte das eigentlich gar nicht so philosophisch hier aufspannen, Zu aber nee, spät. das ist ja tatsächlich das Ding. Ein Mythos ist ja streng genommen, also wir denken landläufig, ein Mythos ist eine Legende, also sowas wie etwas, was, ich sag mal, nicht so passiert ist, aber ein Mythos ist ja eigentlich im strengsten Sinne, im strengsten Wortsinne, eine sinnstiftende Erzählung für eine Gemeinschaft. Also zum Beispiel, oh, jetzt muss ich ja wirklich aufpassen, dass ich hier in Fahrwasser komme. Ich sag mal so, dass der Mythos, der große Gründungsmythos zum Beispiel, Der USA. ich wollte jetzt Frankreich sagen, ist zum Beispiel die Französische Revolution oder der USA ist Bürgerkrieg und so. Bei uns fielen mir jetzt andere Sachen ein, die kann ich vielleicht jetzt so nicht sagen. Naja, Aber die gut. Stunde Null und sowas, das lernt man ja so in der Schule so. Ne? Ja, bei der BRD würde ich aber tatsächlich sagen, aktuell natürlich auch ein Gründungsmythos ist, das ist unproblematisch, der Mauerfall, einfach die Einigung. Das Genau. ist ja natürlich ein sehr schöner Gründungsmythos tatsächlich. Aber wir haben natürlich auch dunkle Teile in unserer Geschichte, die eben auch manchmal als sinnstiftender Mythos bezeichnet werden. Und also, weswegen ich das hier ein bisschen aufbringe und weswegen ich mich damals mit dem Begriff beschäftigt habe, ich weiß nicht, ob du dich an das Buch Finis Germania erinnerst. Nee, tatsächlich Okay. nicht. Okay. Das war von einem. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, das war ein Germanistikprofessor und der war mal Linker und ist dann rechts geworden. Und der hatte halt so ein Buch rausgebracht. Das war so von der Sache her. Ja, es war ein sehr allgemein gehaltenes Buch. Also ein bisschen von der Sache her, wie Deutschland schafft sich ab, nur halt viel philosophischer. Und da hat sie halt auch gesagt, dass wir einen bestimmten Geschichtsmythos haben, auf den unsere Geschichtsschreibung aufbaut, der Bundesrepublik Deutschland. Und Ach dafür so, wurde der natürlich. Ja, Alles du klar. merkst schon, ich bin vorsichtig hier, was ich sage. Nee, und der wurde dafür natürlich hart gecancelt von all seinen ehemaligen Kollegen verrissen. Und das war damals für mich auch die Gelegenheit, mich mal mit dem Begriff Mythos zu beschäftigen. Also jetzt sind wir super abgeschwiffen, sorry dafür. Naja, aber es passt ja trotzdem irgendwie, was du sagst, so ein was war's, sinnstiftendes Eine sinnstiftende erklärende Erzählung. Erzählung, genau. Eine Erzählung, genau. Früher war ein Mythos nämlich, wenn du jetzt den Wikipedia-Artikel Mythos lesen würdest, inwiefern man dem glauben kann, wie auch immer, aber natürlich ein Teil von Mythen sind auch so Sachen Mythologie, der Begriff Mythologie. Also früher war eine sinnstiftende Erzählung Herkules und der nemeische Löwe oder sowas.
Und wir haben halt heute eher an Geschichte angelehnte Mythen. Aber das passt doch. Also, die denken ja hier in dieser Serie, dass alle Verschwörungsgläubigen diesen erzählerischen Überbau haben, ne? Diese Gesamt, Ja, dieses stimmt, so habe ich das gar nicht Gesamtkonzept betrachtet. mit ja, Rauchmeldern und schwarzen So habe ich das gar Asteroiden nicht betrachtet. Und und was hier wahrscheinlich alles ist, noch rumkommt. und wahrscheinlich verwenden die auch deswegen lieber den Begriff Mythos, eben wie du sagst, weil es da letztlich statt um Theorien, die man irgendwie falsifizieren könnte wissenschaftlich, geht es bei dem Begriff Mythos eben um Erzählungen, um so gefühlte Wahrheiten, wie die Linken so gerne sagen, weißt du? Ja, und Märchen sind auch Erzählung, also das Genau, passt schon alles klar. zusammen. Klar. Ja, Märchen sind auch Mythen tatsächlich. Also im strengsten Sinne. Ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, hast du noch was dazu sagen? Also, ich weiß nicht, ich bin immer, ich habe das Gefühl, ich habe immer so viel gelobt an der Serie, aber ich habe ja auch tatsächlich einige Sachen zu loben, weil ich finde, technisch haben die das gut gemacht. Und hier genauso, das Intro, das hat mir gut gefallen. Also ganz ehrlich, ich hatte letztens erst wieder eine Netflix-Serie geschaut und die haben ein langweiligeres Intro. Also, es gibt Produktionen mit Abermillionen Dollar sind die produziert und die haben langweiligere Intros. Also, ich finde das hier voll in Ordnung. Also ich finde es halt sehr kurz, also 12 Sekunden und dann wird so viel reingepackt, Ja, ist da super. geht halt Nee, so viel unter, also man hätte das irgendwie ein bisschen langsamer machen nee, können. ah, da bin ich gar nicht bei dir. Also, ich meine, die Serie, jede Folge geht nur 16 Minuten. Da sind ja schon die 12 Sekunden genau richtig. Also. Ja, oder dann halt ein bisschen weniger Symbolik rein, also so überfrachtet sich das alles ein bisschen, finde ich, aber... Ja, das ist ja das Ziel so ein bisschen. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Ziel hier, Ach so, es soll einer erschlagen, meinst du? Na klar, es soll Okay. irgendwo. Es geht ja oft bei solchen Intros oder generell, ich meine, das ist eine Serie, das ist ja ein Unterhaltungsprodukt. Es geht ja jetzt darum, gar nicht hier in dem Moment dir irgendwas zu vermitteln, was du nachprüfen kannst und so. Es soll dir einfach ein Gefühl geben, soll dich reinversetzen in die grobe Stimmung dieser Serie. Worum es geht. Und das haben wir ja in den letzten 6 Folgen hart ausklamüsert. Worum geht es? Ja, Tja. wie soll ich sagen, um ins Absurde gekehrte Verschwörungsmythen. Also, was war das? Der Black Knight Satellite. Ich habe schon wieder fast vergessen, der schwarze Schwarze Satellit. Und Satellit, ja, und was war es? Und ja. Atemluft, die im Rauchmelder überprüft wird und Wie solche du hast Sachen. es vergessen. Ich dachte, du träumst schon von. Ja, ich träume ja von der hübschen Schauspielerin Lisa Oje, Witter, jetzt. ja. Nee, Spaß. Jetzt wird schon Ja. gesimpt. Ja, nee. Okay, lassen Weil du sagtest hier, du hättest so die Serie so gelobt. Also, ich musste mir ja wegen der, wie sagt man so schön, Postproduktion ein paar Sachen noch anhören. Ja. Nee, hast du nicht. Ach so, okay, gut. Ich Also, weiß du nicht. hast Also. das Schauspielerische hast du gelobt, aber alles, was direkt thematisch war, oh je. Okay. Gut, dann freue ich mich ja nicht, dass hier noch der Eindruck entsteht, ich stünde hier groß Er ist der gute dahinter. Kopf, ich bin der böse Kopf. Nee, aber das Ding ist, was mir halt auffällt, häufig bei Podcasts, die so Sachen kommentieren, da wird halt über jede kleine Sache gemeckert, einfach damit man was zu meckern hat, weißt du? Ja, das ist Und Blödsinn. ja, und ich finde halt gerade so Sachen wie eben das Level an Produktion hier, das kann man eben nicht kritisieren, weil das ZDF hat Abermillionen von Euro von unseren Geldern und die machen das nun mal gut. Also das muss man leider objektiv sagen. Die können das rein technisch. Inhaltlich ist eine andere Sache, aber okay. Ja, abschließende Gedanken noch zur Serie. Also wir hatten das ja schon mal so ein bisschen, aber jetzt Hatten noch wir mit meiner ein Meinung nach schon in der bisschen letzten Abstand. Folge. Willst du jetzt trotzdem noch drüber reden? Würdest du dir jemanden empfehlen? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also dafür ist sie weder unterhaltend genug, noch ist sie dafür absurd lustig genug, sage ich mal so. Also klar, wir hatten jetzt unseren Spaß, wir beiden, so wie wir die geguckt haben und ich hoffe auch unsere Zuschauer. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich die jemandem sagen könnte, ey, die ist so krass absurd, schau dir das mal an, du wirst darüber lachen. Weil so, wenn ich die allein geguckt hätte, ich hätte es absurd gefunden, aber jetzt nicht unbedingt drüber gelacht. Ich denke, das Lachen kam eher, dass ich das Glück hatte, das mit dir zu schauen, Arti, dass wir uns da drüben zusammen zeiern konnten. Also ich würde auch sagen, schaut euch unseren Podcast an dazu und Ja. nicht die Serie. Also ganz ehrlich, ich hätte das, glaube ich, sonst nach der zweiten Folge abgebrochen, denke ich. Ja, unbedingt. Also die zweite war dann schon krasser
Und das muss man erstmal schaffen nach, wie lang ist die Gesamtlaufzeit? So anderthalb Stunden, glaube Anderthalb ich. Ne? Stunden sind das, genau. Und ab Minute 16 wird es scheiße. Das ist schon harter Tobak. Also guckt da auch mal jemand drüber hinterher? Ich weiß es echt nicht. Ja. Ach so, ein was noch. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten kein Fernseher. Ist ZDF Neo einfach nur ein Online-Sender oder sind die im normalen Fernsehen auch Oh vertreten? Gott, da bist du ja wirklich nicht aktuell. ZDF Neo ist ja das Ding. Also da ist ja, läuft zum Beispiel hier Jan Böhmermann, dem seine Show. Ah, okay. Ja, ich bin Also da. das ist einfach ein, das ist einfach ein neuer, ja, neuer Neo, neues ZDF. Also das ist so wie Viva 2 früher. Da gab es ja Viva und Viva 2 und MTV und MTV 2. Also Also RTL 2, okay, verstehe. die haben halt so viel Gelder, das reicht gar nicht, was die uns alles Schönes senden wollen. Da müssen die noch einen zweiten Kanal aufmachen. So wie wenn ein YouTuber noch so einen zweiten Kanal aufmacht, wo er von seinen Katzenvideos berichtet oder so. Also wer sowas macht, verrückt. I see what you did. Ja gut, dann guck War die das nicht Serie der Gut? nicht und sondern guckt sie hier. Genau. Und wie schon angedroht, wir werden jetzt weitermachen mit, weil es so schön passt zeitlich, den Wahlwerbespots zu Berlin. Genau, und das machen wir jetzt aber in der neuen Folge. Wir werden jetzt hier cutten. Das war Und deswegen ist sozusagen jetzt. einfach nur ein Quickie. G Ich weiß genau, schon und wieder das. Englisch, oh je. Oh Gott, ja. Wir müssen uns das echt abgewöhnen. Und deswegen ist jetzt Zeit für das YouTube-Gebet. Ich werde es aber diesmal nicht sagen. Aber Amen. ernsthaft, ernsthaft, ihr könnt uns gerne schreiben. Wir freuen uns über jeden. Also dann, Bis zum macht's nächsten Mal. gut. Ciao. Tschüss.